Hi, hier ist Infinity Jack und heute zeige ich euch, wie man eine extreme Langzeitbelichtung mit einem sogenannten Darktone-Effekt kombiniert. Also heute geht es um einen Farblook. Ich war dazu hier an der Ostsee. Das ist also kein See, sondern das Meer, der Bodden. Und ich zeige mal, wie es mit normalem Licht und normaler Belichtungszeit aussieht. Wir haben also für Ostseeverhältnisse relativ ruhiges Wasser. Man wird aber nie eine Spiegelung hinbekommen. Und wir haben hier recht dramatisch und schnell ziehende Wolken. Ich habe dann also zwei ND-Filter aufgeschraubt und habe damit eine ungefähr 3,5-minütige Langzeitbelichtung bekommen, was dann also die See glatt macht. Man sieht nur so leicht die Strömung und die Wolken, die sind relativ weg. Man sieht nur leicht, wie sie hier so langziehen. Man bekommt ein völlig anderes, so softeres Bild. Der Weißabgleich hat sich hier leider ein bisschen verschoben, aber das macht nichts weiter, weil wir eine komplette Farbbearbeitung durchführen. Und dann fange ich mal gleich an. Also es gibt verschiedene Methoden und ich habe mich jetzt mal für was entschieden, was meiner Meinung nach am einfachsten nachvollziehbar ist, weil man die Farben direkt anwählt. Also ich mache jetzt im Prinzip alles mit HSL und dazu muss man das Bild analysieren, welche Farbtöne sind drin, welche möchte man verändern, wie soll der Bildlook mal aussehen. Also ich finde, ich habe hier relativ viele Blautöne drin. Dieses Grau ist letztlich ja ein Blau. Hier ist viel Blau drin. Wie ich finde, ist sogar in diesem Holz Blau drin. Also nehme ich als erstes HSL und wähle den Blauton aus. Denn genau den möchte ich wegbekommen. Ich möchte einen wärmeren Look bekommen. Warm heißt komplementär auf der anderen Seite. Gelb bedeutet, ich verschiebe einfach mal das Blau ins Gelb. Ich kann also mal gucken, so ganz ins Gelb geht's nicht. Am nächsten kommt man noch auf dieser Seite ran, auch wenn es jetzt sehr grünstichig wird, aber das kann man ja dann noch weiter nachbearbeiten. Das ist natürlich viel zu stark, also nehme ich die Sättigung runter. Man muss jetzt viel immer so nach Geschmack vorgehen und da das Ganze ja ein Darktone-Effekt ist, muss dann von dieser Farbe auch die Helligkeit runter. Das war das erste und hier habe ich die Farbe Blau verändert. Nun möchte ich die grüne Farbe verändern, also nehme ich wieder HSL, wähle Grün an, aber jetzt geht es mir erstmal nicht um dieses Grün hier oben, sondern mir geht es um dieses Grün hier unten, was also auch wieder so ein bisschen Blau letztlich hat und was jetzt gerade so komische Kanten aufwirft. Das will ich jetzt mal so ein bisschen wieder reduzieren und dazu nehme ich jetzt die Pipette und gehe hier rein. Dann sieht man, wie sich das verändert hat und möchte davon die Sättigung reduzieren und natürlich, weil wir beim Darktone-Effekt sind, möchte ich auch die Helligkeit reduzieren. Ich benenne das erst nochmal. Jetzt möchte ich die Farbe Rot verändern und zwar tatsächlich dieses Rot, was in diesen beiden Häusern ist. Es bleibt im Wesentlichen bei meiner Variante, bleiben es ja so die ziemlich einzigen Farben, die so wirklich deutlich sichtbar übrig sind. Also wähle ich jetzt Rot an, gucke mal, ob sich das Rot verändern lässt mit ein bisschen hin und her schieben. Ja, ich mache es mal ein bisschen in diese Richtung, da gefällt mir die Farbe besser. Möchte dieses Rot aber mehr poppen lassen, also ziehe hier die Sättigung rein, aber heller werde ich es nicht machen. Nenne ich den jetzt mal Rot. Und jetzt zeige ich schon mal, was sich jetzt im Einzelnen verändert hat. Also wir haben hier den Blaustich verändert, haben dafür aber einen Gelb-Grünstich bekommen. Das Gelb möchte ich ja noch haben, dazu komme ich noch. Habe hier das Grün hier unten verändert und habe das Rot, was hauptsächlich hier drin ist, verändert. Dann komme ich jetzt also zum letzten, nämlich zu diesem zarten Grünstich. Also nochmal eine HSL-Ebene. Nehme die Pipette, gehe auf diesen Grünstich rein, habe jetzt somit den Farbbereich hier angewählt und möchte den ein bisschen ins Gelbe verschieben, von hier nach da. Also gucke ich mal, jetzt wird es gelber, bis mir das gefällt. Und so muss man hier bei dieser Methode immer vorgehen, eigentlich mit dem Auge. Und oft muss man dann nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn man vielleicht zu viel oder zu wenig gemacht hat. Aber was jetzt hier passiert ist mit dem Himmel, gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch das Holz hier, das gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Es hat jetzt den korrekten Farbton. Aber auch hier werde ich, wir sind immer noch beim Thema Dark Tones, die Helligkeit reduzieren. Nachdem ich jetzt den Farbstil so grundsätzlich schon mal angelegt habe, komme ich jetzt zum nächsten Schritt, Licht und Kontrast. Und da geht es mir erstmal hier rum, dass ich im Himmel ein bisschen Struktur wieder reinbekomme. Den habe ich ja durch die Langzeitbelichtung im Prinzip eliminiert, aber ein bisschen was ist noch drin. Ich gehe auf diese Grundebene, nehme den Live-Filter, Schatten und Lichter und kümmere mich mal jetzt nur um die Lichter, die ich jetzt reduzieren möchte, die hellen Stellen, sodass ich wieder Struktur reinbekomme.
Was hier auch ganz gut kommt, ist, wenn man also extrem Kontrast und Schärfe reinbringt. Und zwar im Wesentlichen natürlich, damit es sich so deutlich absetzt von den Häusern, dass die kontrastreich sind, im Gegensatz zum Wasser, was ja sehr weich ist, und im Gegensatz zu den Wolken, die auch sehr weich sind. In den Wolken möchte ich aber auch noch ein bisschen haben, im Wasser natürlich nicht. Also nehme ich jetzt nochmal den Live-Filter, muss ich wieder die Grundebene auswählen. Klarheit. Hier wird man jetzt wahrscheinlich ziemlich hoch rangehen können. Man kann ja mal bis ins Extreme ziehen, um zu sehen, was man eigentlich dann auch wieder versaut. Also ich zoome mal ran, damit man es auch wirklich jetzt sieht, was da gerade passiert. Also das Foto ist ja grundsätzlich scharf. Ich mache nochmal die Grundeinstellung, aber mit dem Klarheitsfilter kriegt man so viel Kontrast rein, dass es gleichzeitig auch wie nachgeschärft ist. So, hier wäre es mir jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel, also gehe ich von ganz hohen Wert wieder ein klein bisschen runter, aber ich lasse den mal grundsätzlich hoch. Man muss nur aufpassen, dass man hier keinen Schein, keine Halos bekommt, aber das ist hier nicht der Fall, also bin ich zufrieden. Ich würde eine weitere Schärfung durchführen und dazu muss ich dann wieder die Grundebene anklicken und nehme den Filter Hochpass. Ich finde ganz gut, dass der immer erst so grau beginnt. Dann kann man nämlich den Radius hochziehen und sobald was durchkommt, wird praktisch was geschärft. So, und jetzt kann man gucken, wie hoch man rangeht. Also in dem Fall würde ich tatsächlich ziemlich hoch rangehen. Hängt natürlich auch von ab, wie hoch die Auflösung des Bildes ist. Ich habe hier mit einer 24-Megapixel-Kamera fotografiert. Ich würde mal diesen Wert so nehmen und dann den Mischmodus ändern auf weiches Licht. Und dann können wir mal gucken, was wir alleine durch diese beiden Maßnahmen hier verändert haben. Für mich eine deutliche Wirkung. Ich gehe mal wieder auf Vollansicht, aktiviere das Grundbild und wähle jetzt mal als nächstes wieder, um Kontraste und Helligkeiten zu verändern, die Gradationskurven. Auch hier muss man gucken, individuell, was hat man für ein Bild, wie sieht es aus, hier gibt es kein Grundrezept. Das Übliche ist ja, dass man diese drei Punkte setzt und dann so eine S-Kurve anlegt. Das will ich aber gar nicht, dann wird mir das hier oben im Himmel viel zu hell. Ich möchte es eigentlich alles ein bisschen abdunkeln. Und da fange ich mal an, indem ich eigentlich das ganze Bild abdunkle. Ich möchte auch hier die dunklen Töne abdunkeln und auch diese. Man muss hier auch bei dem Dark Tone Effekt gar nicht so aufpassen. Jetzt werden einige Schwarzbereiche tatsächlich, die gehen ins Schwarze. Man kann hier nicht mehr so richtig reingucken, hat keine Details. Aber das ist bei diesem Effekt tatsächlich auch so. Da ist es nicht ganz so ordentlich. Also ich würde tatsächlich mal bis zu diesen Werten gehen. Also eine sanfte Kurve, wo ich eigentlich in verschiedenen Bereichen die Helligkeiten ausschließlich absenke. Die Häuser, die möchte ich allerdings insgesamt heller haben. Das geht nicht anders, als dass ich eine Auswahl erstelle, um nur diese Häuser heller zu machen. Also gehe ich wieder auf diese Ausgangsebene, nehme den Auswahlpinsel und ziehe hier über diese Bereiche und lasse Affinity Photo eine Auswahl erstellen. Ich mache das jetzt tatsächlich nur mal schnell. Ich möchte auch das Holz hier, diese Bootstege so mit einbeziehen. Man muss hier nicht ganz so ordentlich sein, außer an der Kante, wo dann letztlich der Himmel ist. Das würde seltsam aussehen. Aber hier in dem Bereich muss man jetzt nicht so extrem ordentlich sein. Ich zoome dann mal rein, ob alles mitgenommen wurde. Natürlich nicht. Also muss ich ein bisschen nacharbeiten. Es geht aber ganz schnell. Hier ist noch wichtig, dass dieses Abschlussblech oben auf dem First noch mit drauf ist. Einfach mal so ein bisschen reinklicken und dann wird es dazu addiert. Zur Sicherheit würde ich das noch ein bisschen weicher machen. Das heißt, ich gehe auf Verfeinern und verändere die Randschärfe. Nehmen wir mal so 2-3 Pixel, irgendwie so einen Wert. Dann sind die Übergänge nicht so hart. Ich werfe es aus als Auswahl und kann jetzt eine Anpassungsebene Belichtung nehmen, wo ich jetzt selektiv nur den ausgewählten Bereich, also meine Häuser, aufhellen kann. So, da würde ich tatsächlich mal hier 1,5 Blendstufen hochgehen, bin damit zufrieden und wende das hier so an. Aber was ich jetzt nicht machen würde, ich lasse mal die Auswahl noch aktiv, das Dach, das ist mir zu hell geworden. Das würde ich jetzt wieder rausmaskieren. Also, dazu nehme ich mir jetzt einen Pinsel, Farbe schwarz, nicht ganz so hohe Deckkraft, damit ich mehr Kontrolle drüber habe. Und jetzt, da ich die Auswahl habe, kann ich auch nicht rübermalen. Ich würde jetzt mal zusehen, wie die Wirkung ist, wenn ich das Dach ein bisschen abdunkle. Ja, so gefällt es mir besser. Auch dieser Bereich hier ist mir jetzt zu hell geworden. Also ich gehe nochmal rüber, dann habe ich letztlich doch wieder 100% erreicht. Also das, finde ich, sieht jetzt so besser aus. Ich gehe mal auf Vollansicht und mache auch hier mal ein Vorher-Nachher. Und finde, dass dieser Bereich jetzt gewonnen hat. Ich wähle die Auswahl mal ab. Es könnte immer noch mehr Kontrast rein. Dann nehme ich einfach mal die Anpassungsebene Helligkeit und Kontrast.
Helligkeit können wir hier wahrscheinlich ignorieren, aber Kontrast. Da gehe ich mal tatsächlich auf diesen extrem hohen Wert, weil es ja dieser Bildlook ist. Ich zeige mal jetzt auch hier ein Vorher-Nachher. Dann möchte ich den Blick weiter lenken auf diese Häuser und dazu möchte ich den unteren Bereich etwas abdunkeln und den oberen Bereich etwas abdunkeln. Denn in meinem Fall ungünstigerweise ist hier in der Wolkendecke es etwas heller, sodass man automatisch da so hinguckt. Da man jetzt aber nichts Interessantes da sieht, finde ich das jetzt entbehrlich und deshalb lege ich jetzt oben eine anpassungsebene Belichtung drauf. Ich achte jetzt wie gesagt nur oben auf den Himmel, gehe damit mal ordentlich runter und das Ganze verändere ich jetzt mit dem Verlaufswerkzeug und ziehe mir dieses Verlaufswerkzeug so hin, wie ich den Verlauf in dem Himmel haben will. Und wie ich finde, kommt der Effekt so ganz gut. Und wie ich gesagt habe, möchte ich das auch mit dem unteren Bereich machen. Also nehme ich jetzt unten nochmal das gleiche, auch eine anpassungsebene Belichtung, gehe da auch ordentlich runter, auch ungefähr eine Blendstufe, habe immer noch Verlaufsfilterwerkzeug und kann mir das hier wunderbar hin und her schieben, wie ich meine, also bis es mir gefällt. So gefällt es mir ganz gut und nenne das jetzt unten dunkler. So, und jetzt habe ich hier zu Beginn auf das Histogramm gezeigt und das hat sich jetzt komplett verschoben. Natürlich hat sich das verschoben, weil wir ja eigentlich alle Farben abgedunkelt, also bis auf wenige, bis auf Rot, haben wir alle Farben abgedunkelt. Und jetzt fehlt der helle Bereich. Das macht aber nichts. Ich wähle jetzt mal die oberste Ebene an und mache jetzt eine Tonwertkorrektur. Wie wir sehen, hat sich alles hier rüber geschoben. Also nehme ich jetzt die Weißstufe und ziehe die hier wieder ran. Und jetzt beginnt hier im Prinzip alles richtig zu leuchten. Jetzt kann ich nochmal zeigen, wie wir das Bild eigentlich verändert haben und warum ich auch hier alles einzeln gemacht habe. Weil man kann dann entsprechend auch hier einzeln reingehen und es einzeln verändern, wenn man mal an irgendeiner Stelle falsch abgebogen ist und wieder was verändern will, dann geht das eben so. Also wir sind so gestartet und haben mit unserem Bildlook das erreicht. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.